Was machen wir heute? Die Subwoofer unter den Sitzen sind ausgefallen. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Das heißt, das können wir im gleichen Zuge auch angehen. Wenn die kaputt sind, finde ich nicht ganz so schlimm. Dann baue ich natürlich direkt Upgrade-Subwoofer ein. Ist ja klar, die sind sowieso nicht der Knaller gewesen. Vielleicht war einer schon seit Kauf kaputt. Dann der Beifahrer, weil der Fahrersitz. Subwoofer hat auf jeden Fall funktioniert bis vor kurzem. Hier haben wir jetzt einmal alles frei. Erstmal kurz saugen. Sogar gar nicht so dreckig, wie ich gedacht habe. Aber ich hatte hier nochmal gesaugt. Und dann gucken wir uns mal den Subwoofer an. Das wirkt doch alles schon ziemlich locker. Bin ich mal drauf gespannt gleich. Das heißt, einmal sauber machen, vielleicht muss ich hier das noch abbauen und dann zum Subwoofer. So, jetzt habe ich das hier schon einmal abgeschraubt. Ich zeige euch das jetzt extra nicht detailliert, weil habt ihr ja vielleicht schon gesehen und die meisten interessiert wahrscheinlich nicht, wie es auseinandergebaut wird. Und zwar ist das hier, was so wackelt, das hier ist kaputt. Ja, das heißt, dieses Gehäuse von dem Subwoofer ist natürlich nicht so geil. Ich verstehe auch nicht, wieso und wie man das schaffen kann. Aber ich gehe davon aus, dass, wenn man sich das hier so ansieht, vom Dreck her, das Defekte, dass man davon ausgehen kann, dass das Ding definitiv kaputt ist. Aber das sehen wir jetzt gleich, weil ich teste das jetzt einmal. Hier ist die CDD. Vielleicht sind das sogar gar keine Originalen mehr. Müsste ich mal später schauen. Ich habe hier noch von meinem X3 hier irgendwo. Die originalen Subwoofer liegen diese vom Stereo-System. Katastrophe. Aber die haben den gleichen Anschluss. Wenn ich die finden würde, ich glaube, ich habe sie schon gefunden, dann könnte ich die hier mal reinhängen. Das ist nämlich einfacher, muss ich jetzt noch nicht die Kabel irgendwie per Hand verbinden. Schauen wir mal. So, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Das ist der originale Woofer aus dem X3. Und der Anschluss sollte der gleiche sein. Ich habe ein Gefühl, dass das gar keine originalen Woofer mehr sind, aber da will ich jetzt nichts zu sagen, bevor ich es nicht genau weiß. Weil dieser gelbe Aufkleber könnte wiederum original wirken. Das sieht gut aus, als würde der hier reinpassen. Die Bewegung sieht auch die gleiche aus. Können wir das jetzt mal so reinhauen? Ja, perfekt. Würde ich jetzt mal Musik versuchen anzumachen. Sitz ist wieder dran. Also ich schätze, ich musste gerade das komplett stumm schalten wegen EMA und sowas. Aber ihr habt gesehen, dass der Subwoofer sich bewegt hat. Was ich jetzt machen werde, ist, dadurch, dass er jetzt nicht im Kasten war, konnte ich jetzt schwer hören, ob es funktioniert und einen guten Bass gibt oder nicht. Also ich will den jetzt nicht einbauen, es geht sich nur ums Prinzip. Ich werde jetzt den originalen kurz sauber machen und ausbauen. Der hier in dem Fahrzeug drin war, so. Ich werde mal gucken, ob der sich bewegt. Ich werde gegebenenfalls direkt einen neuen reinhängen. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob der original BMW ist. Das interessiert mich nämlich stark. Alles klar, ausbauen, dann melde ich mich wieder. So. Habe ich 4 Erkenntnisse gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel davon gut und wie viel davon schlecht. Der Subwoofer hier ist original BMW. Philips BMW. Soweit okay. Er funktioniert nicht mehr. Wenn ich den anderen anstecke, der schwingt aus, habt ihr gesehen. Wenn ich den hier anstecke, passiert nichts. Wenn ich den ein bisschen hin und her wackle, passiert auf einmal was. Das schwingt er aus, hört sich aber grausam an. Wo mich klappern, wie der aussieht, bin ich davon überzeugt, dass der im Arsch ist. Wäre prinzipiell nicht so das größte Problem, weil ich ja nicht weiß, wie gut der ist. Ich immer gerne auch sowas Einfaches dann aufrüste gegen Zubehör. Aber jetzt kommt das größte Problem. Der Subwoofer hat 8 Ohm. Ich kurz gegoogelt, ist wohl bei manchen Logic 7 Anlagen. Das ist ja Top Hi-Fi DSP, also so gesehen eine Logic 7 Anlage. Ich habe jetzt im X3 2 Ohm Subwoofer, habe aber rumliegen nur 4 Ohm von Earthquake oder diese 4 Ohm halt die alten Stereo-Lautsprecher von dem Original-Stereo-System des X3. Ja, nur zum Testen, die sind ja nicht zum Fahren. Ich habe kurz gegoogelt, kann man 4 Ohm auf 8 Ohm Verstärker laufen lassen, ist nicht ganz klar. Sollte man natürlich alles eher so lassen, wie es ist. Jetzt ist die Frage, also ehrlich gesagt, den Original hier zu kaufen, neu sowieso nicht, aber gebraucht. Abgesehen davon, dass der dann gebraucht ist, sehe ich jetzt nicht so geil, weil bestimmt sehr teuer. Und es gibt keinen Zubehörhersteller, der einen Subwoofer mit 8 Ohm macht. Immer nur 2 Ohm, wie beim Earthquake, aber die kannst du auch schon nicht mit einem normalen BMW-System fahren, die 4 Ohm Lautsprecher haben, so wie mein X3 es hätte im originalen System. Oder halt 4 Ohm Lautsprecher. Gibt es halt auch oft. Habe ich ja von Earthquake da. Eaton ist 4 Ohm, Audison oder so, die haben auch 4 Ohm. 8 Ohm macht keiner. Und da bei Audison stand jetzt in einem eBay-Artikel nämlich schon drin, wenn sie ein Logic 7 System haben, könnte es sein, dass bei dem Lautsprecher bei voller Lautstärke die Schutzschaltung des Logic 7 Systems einschaltet, weil andere Ohm-Impedanz anstatt Original. Also 8 statt 8 nur 4 Ohm. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also ich würde jetzt sagen, schreibt es mal unten in die Kommentare. Macht das auch mal. Können wir später vergleichen, was ihr getippt habt oder was ihr für gut empfunden habt und was ich gemacht habe. Weil ich werde im Laufe des Videos wahrscheinlich schon eine Entscheidung treffen, weil ich das ja natürlich auch gerne abschließen möchte. Ich habe jetzt folgende Überlegungen getätigt. Die 4 Ohm Subwoofer vom Stereo-System X3 einzubauen zum Testen. Wie läuft das Ganze? Und die auf jeden Fall nochmal rauszuschmeißen, diesen Kacke. Ich kann natürlich jetzt auch mal kurz googeln nach der Teilenummer, was vielleicht gebrauchte Subwoofer kosten würden. Aber ansonsten würde ich jetzt die vom Stereo-System einbauen. Und wenn das einigermaßen gut klappt, oder wenn es super klappt, würde ich die Earthquake einbauen. Ob das so die geilste Sache ist, weiß ich jetzt auch nicht. Am besten wäre es natürlich ein gebrauchten oder noch neun, aber neun müssen wir nicht drüber reden. Logic 7 Lautsprecher hier, 8 Ohm zu kaufen, einzubauen, fertig.
Ich bräuchte ja wahrscheinlich eh, also das hier brauche ich neu, dieses Ding oben drauf. Weil das ist ja voll am Arsch. Keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Hier defekte aufgebaut, logischerweise. Jetzt zum Testen den 4 Ohm eingebaut. Von dem Stereo-System Original X3. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob ich auch diese Verkleidung hier einzeln kriege. An der Verkleidung wird das hier dran gemacht und das rappelt sonst alles. Also das muss auf jeden Fall schon Hand und Fuß haben. Wenn nicht, muss ich mir sowieso einen gebrauchten Subwoofer holen, wo das dran ist. Also ich suche ehrlich gesagt gerade einfach nur nach der besten Preis-Leistungs-Lösung. Ich schaue mal nach, weil ich weiß, diese Subwoofer, die sind sehr teuer. Und ich brauche ja zwei, weil der andere läuft auch nicht. Und das wird 100% das gleiche sein. Wenn ich mir mal anschaue, wie dreckig und wie verklebt das hier unten war, wundert mich auch nicht, warum der ausgefallen ist. Kosten so round Bau, günstiges Angebot, 100 Euro gebraucht. Das ist schon, finde ich, viel. Ich glaube, 350 neu ist schwer. Ganz ehrlich, ist schwer. Deswegen schaue ich einfach und sage Bescheid, sobald ich mich entschieden habe und erkläre euch genau, wieso ich mich so entschieden habe und wie ich das Ganze da machen werde. Jetzt zum Testen erstmal den 4 Ohm Subwoofer drin. Morgen auf der anderen Seite noch auch den 4 Ohm Originalwoofer einbauen. Ich möchte die ungern in die Earthquakes jetzt reinhauen, falls was schief geht, was kaputt geht oder dass ich die dann auspacken muss und so weiter. Ich werde das jetzt mal mit denen testen. Ich werde jetzt mal die Tage rumfahren und werde mal schauen, steigt der überhaupt aus bei 4 Ohm? Also gut, das ist natürlich auch wahrscheinlich schwächeres Subwoofer, aber trotzdem, steigt der aus bei 4 Ohm? Und wenn ja und nein, vielleicht, wie gut ist der Sound mit den Billig-Subwoofern? Dann wird es ja nur besser, wenn man dann 4 Ohm in guter Qualität einbaut mit mehr Watt. Ich schätze mal, dass das eigentlich gehen müsste, weil so übertrieben sind diese Top-Hi-Fi DSP Harman Kardon Logic 7 Verstärker ja gar nicht von der Ausgangsleistung, wie jetzt, wenn man sich ein High-End-Audio-Setup aufbaut oder irgendwas, was halt aus dem freien Markt ist oder Zubehör. Von daher sollte das eigentlich gehen, wenn ich da jetzt 4 Ohm Dinger reinmache, ohne dass der mir beim normalen Musikhören so laut kann man mit dem Gerät ja eh nicht drehen, mit dem AUX oder so, was man momentan hat, dass er mir da aussteigen wird. Von daher gehe ich davon aus, ich versuche günstig Subwoofer zu kriegen oder diese Dinger einzeln bei BMW. Ansonsten günstige Subwoofer. Es gibt einmal Stereo-System, Hi-Fi-System, Top-Hi-Fi-DSP und Individual. Und das ist Top-Hi-Fi-DSP hier. Temporär eingebaut, funktioniert, habe ich gerade noch mal getestet. Der Sitz ist auch wieder angeschlossen. Weiter geht's. Eine letzte Sache möchte ich heute aber noch machen. Und das sind diese zwei schönen Dinger. Und zwar handelt es sich jetzt hier um LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Facelift-Modell, also ein Nachrüster zum Facelift-Modell. Aber original BMW ist in so einer Tüte, kennt man ja, wenn man bei BMW bestellt. Ich weiß, dass es Nachbaudinger gibt und es gibt auch Nachrüstkabel. Wofür die Kabel sind? Keine Ahnung. Ich habe einfach mir jetzt mal vom Faceless-Modell die Nachrüstdinger bestellt, weil meine sind halogen und eine davon ist kaputt, zeige ich euch gleich. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich diese Nachrüstkabel gar nicht brauche, sehe ich jetzt gleich, weil ich habe auch keine Lampenfehler gehabt bei den LED-Rückleuchten vom Faceless-Modell. Was andere haben, wenn die das nachrüsten, gehe davon aus, das liegt daran, dass ich ein US-Modell habe. Von daher probieren wir es einfach mal aus und dann sehen wir weiter. Weil die Nachrüstkabel gibt es nicht von original BMW, sondern nur vom eBay. Und die Dinger hier gibt es halt original LED nur fürs Facelift-Modell. Dann sehen wir jetzt gleich mal, woran das liegt oder ob es bei mir vielleicht auch so klappt. Einmal das Gute und das schon defekt. Da sieht man ja, das sieht nicht mehr gut aus. Und das wird hier irgendwie gehebelt, glaube ich. Aber das ist sogar original BMW, das andere auch. Okay, das ist leider nach hinten losgegangen. Ich zeige euch kurz, wieso. Hier, das ist meine Rückleuchte. Man sieht ganz klar, der Anschluss ist ganz anders als hier. Das heißt, dafür ist dieses Nachrüstkabel. Ich werde es mir über eBay einfach bestellen. Kann ich mir die originale Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten. Ich habe gedacht, wäre vielleicht Widerstand drin, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Adapterkabel von alt auf neu. Ich habe heute zu tun, weiter den Beifahrersitz ausbauen, da den Subwoofer angucken, der läuft ja auch nicht, die gleiche Sache machen wie beim Fahrer, weil ich habe auch nachgeguckt, es gibt zwar Angebote von günstigen Gebrauchtsubwoofern von dieser Harman Kardon Serie Top Hi-Fi DSP, der ist auch eingebaut im F15, F685, also der ganz neue X5 und F25 und so, da werden die auch unter Harman Kardon verkauft, in dem Baujahr, glaube ich, oder in dem Modell nicht. Jetzt bin ich noch am überlegen, kaufe ich mir jetzt für 160, 170 180 Euro zwei gebrauchte oder versuche ich echt mit den 4 Ohm Subwoofern. Da habe ich aber auch den Nachteil, da muss ich mindestens, habe ich geguckt, dass es das einzige gibt bei eBay, Gott sei Dank, ja, bei BMW leider nicht, das Gehäuse und diese Abdeckung oben kaufen. Da bin ich mindestens 10 bis 30 bis 40 Euro auch los, um das neu zu kaufen, um dann die 4 Ohm Subwoofer einzubauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das oder wie ich das machen soll, werde euch auf dem Laufenden halten. Und ich fahre sowieso erstmal mit diesen Stereo Subwoofern bei Probe und guck mal, steigt der Verstärker aus oder nicht. Und wenn das einwandfrei funktionieren würde, wäre natürlich die Option, direkt Aftermarket Subwoofer reinzumachen, sinnvoller als für sehr teuer gebrauchte Original Subwoofer, die vielleicht gar nicht so krass sind, einzubauen. Aber
diese 4-8 Ohm Sache ist halt auch nicht so toll. Auch hier der Subwoofer, wenn man mal sieht, wie verdreckt der ist, das wundert mich dann auch nicht, dass der nicht mehr funktioniert. Und auch das Ding hier ist hier wieder gebrochen. Ich weiß nicht, ob das eine X5-Krankheit ist oder was die mit dem Wagen gemacht haben. Hier klebt natürlich auch wieder alles. Aber auch da, lass uns wieder gesagt sein, bei wie vielen Gebrauchtwagen auch in Deutschland ist das, habe ich schon mehrmals gesehen in Videos, wo die Subwoofer ausgetauscht haben, die dann genauso aussehen. Alles klebrig, logisch. Einem der Vorbesitzer muss nur mal was auslaufen und dann hast du den Salat. Naja, bau den jetzt aus und teste den auch nochmal. Auch hier gleiches Phänomen. Läuft nicht, wenn man den hin und her wackelt, läuft der manchmal komisch, leicht, manchmal auch dann nicht und dann mit schlechter Qualität oder mit Kratzen. Wenn man den hier ansteckt, der läuft. Nicht deutlich stark, aber läuft. Bedeutet, ja, der ist ja auch scheiße, aber ich werde den jetzt wieder einbauen, wie auf der anderen Seite und dann machen wir einen Test für beide Seiten gleichzeitig. Fahre ich mal damit rum und guck mal, ob diese 4 Ohm-Dinger ausfallen zwischendurch oder nicht. Die sind auf jeden Fall beide am Arsch. So, wir haben jetzt hier mal das alte, was ja auch schon kaputt war. Und jetzt ist hier das Kabel dran von eBay. Der Anschluss sieht sogar aus wie die Original von BMW. Die kommen, wenn man die Reparaturkabel bestellt, dann setzen wir das Ganze wieder ein. Und dann setzen wir uns das Kabel, der Platz ist da ja genug, fest. Schauen wir mal an. Den kommt erstmal am Müll. Kann man die Birne überhaupt austauschen? Interessiert mich hier nicht. Ist ein Arsch. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das gar nicht mal so hell aussieht, aber schaut euch das an. Sieht ja noch weniger hell aus. Perfekt. Andere Seite noch. Hier, was mich wundert, hier ist kein originales BMW-Zeichen drauf. Hier schon, aber es ist original BMW. Ich habe es nämlich bei Lebmann24 bestellt. Und es flackert leicht, wenn man es anmacht. Oder ist das nur durch die Kamera? Ich habe gerade gesehen, das BMW-Zeichen ist auf der Rückseite. Beide Seiten sind drin und beide flackern nicht. Das Flackern beim Angehen ist, habe ich gerade ausgetestet, nur auf der Kamera, nicht im echten. Also da flackert gar nichts. Daumen hoch für diese fast originale Nachrüstung. Wie läuft das ganze System mit 4 Ohm Subwoofern, weil ich keine Lust habe, von dem Logic 7 System aus dem Fahrzeug Subwoofer zu bestellen, die 200 Euro Gebrauch pro Subwoofer kosten, vielleicht auch 150, wenn man ein gutes Angebot kriegt, weil meine beide ja kaputt sind und dann im Endeffekt einen scheiß Sound zu haben, weil ich bin von dieser Soundanlage Logic 7 oder was das auch in dem Wagen da ist, eine sehr teure, habe ich da mir mal die Preisliste gezogen, einfach enttäuscht. Ich habe letztens in einem Audi A6 gesessen, Bose System, Marvin, Grüße gehen raus. Und auch die selbstgebaute Anlage in meinem X3 ist viel, viel krasser. Und das macht mich traurig und deswegen möchte ich halt jetzt keine Originalteile einbauen, die halt schlecht sind, außerdem preislich so etwas schlecht sind. Dementsprechend habe ich jetzt getestet mit den 4 Ohm Subwoofern vom X3 Stereosystem, die ich noch rumliegen hatte, ob das Ganze funktioniert. Erstmal, ob die Subwoofer wirklich kaputt sind. Und das waren sie ja, haben wir ja schon rausgefunden. Und ob das dauerhaft mit dem 4 Ohm System funktioniert. Mit den schwachen Subwoofern klappt das ohne Probleme. Der Verstärker fällt nicht aus, wie es manchmal im Forum stand oder sonstiges. Aber jetzt bauen wir natürlich, sorry, dass es hier sehr unordentlich ist, ich habe leider momentan einfach hier ein volles Chaos, diese schönen 300 Watt Max, also ich glaube RMS 150 Watt, SWS 8X, Subwoofer ein, das sind die 4 Ohm Variante. Kenner bzw. schon Leute, die schon länger auf dem Channel sind, wissen, dass ich im X3 die SWS 8XI, also die 2 Ohm Variante, verbaut habe. Bin ich sehr zufrieden mit. Natürlich mit 2 Ohm muss man wieder anderen Verstärker und hier und da. Dementsprechend war das etwas komplizierter und in dem Wagen versuche ich einfach die 4 Ohm Variante, die quasi ein OEM Replacement sind für die Original Subwoofer, wenn man nicht das HiFi System hat mit dem 8 Ohm Laufsprecher, wie in dem Fall. Aber scheißegal, ich baue die jetzt ein und werde euch auf jeden Fall berichten, wie gut das funktioniert. Los geht's! Natürlich lassen sich diese Lautsprecher von Earthquake nicht einfach Plug and Play einbauen, wie zum Beispiel die von Eaton oder anderen Marken. Dazu gibt es zwar einen Adapterring, wie ihr hier im Video schön seht, aber dafür muss man den Kabelbaum am Fahrzeug durchschneiden. Das habe ich im X3 damals gemacht, wollte ich aber jetzt hier am X5 nicht tun. Aus dem Grund habe ich mir die alten Lautsprecher, die ja eh kaputt sind, zur Hand genommen, habe mir diesen Connector-Port abgeschnitten, wie ihr hier seht, musste danach erstmal diese Connector-Dinger freilegen, weil das ja alles wirklich voll custom ist, das heißt, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass irgendwas Plug-and-Play ist, um an den freigelegten Konnektoren dann ein Kabel anklimpen zu können. Und das habe ich natürlich auch noch für die zweite Seite gemacht. Auch den Adapterring habe ich dementsprechend modifiziert. Der ist aus Holz, also geht das relativ einfach, vor allen Dingen, wenn man so ein Multitool benutzt. Und dann musste ich im Endeffekt die ganzen Kabel nur noch zusammenkrimpen mit schönen Anschlussverbindern, die dann perfekt auf die Konnektoren und auf die Konnektoren von den Subwoofern draufgepasst haben. Das Ganze musste natürlich noch abgedichtet werden an der Kontaktfläche, so dass nichts rappelt oder sonstiges. Und das Ganze dann noch für die andere Seite. Und fertig ist der selbstgebaute und einwandfreie Subwoofer für den X5.
lange Geschichte, und zwar eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte. Ich habe diese Dinger waren gebrochen bei meinem, so habe ich mir bei eBay ein Set bestellt, quasi gebraucht, die waren nicht teuer, von denen und denen hier zusammen, damit die hier nicht mehr gebrochen sind. Die Schrauben konnte ich noch nutzen, den Käfig konnte ich auch noch von meinen alten nutzen. Jetzt habe ich natürlich viel davon, aber was ich nicht hatte, sind diese Schrauben. Die habe ich verlegt, finde die auf jeden Fall nicht mehr, ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil die sowieso in einem schlechten Zustand waren. Jetzt gerade, wo ich mit euch rede, fällt mir ein, guck doch mal bei deinen Schrauben, die du zuletzt weggetan hast. Ihr werdet lachen, wahrscheinlich sind die jetzt genau drin. Die waren jetzt nicht da drin, wo ich gerade gedacht habe. Und dementsprechend habe ich alles richtig gemacht. Und zwar, ich zeige es euch einmal. Ich habe hier ein Set neue Schrauben bestellt. Das sind 8 Schrauben für diese Abdeckung. Das sind relativ spezielle Schrauben. Die hatte ich jetzt auch hier nicht rumfliegen. Für sage und schreibe 9,47 Euro. Aber ist nicht schlimm. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Ich arbeite momentan an einem sehr, sehr großen, langen X5-Video und es kommen jetzt immer mal wieder Teile zwischendurch raus, auch zum X5. Und seid gespannt, hin und wieder könnte im Hintergrund was zu sehen sein, was vielleicht darauf hindeutet, was ich da gerade tue oder wie das neue Video, das etwas größere X5-Video, aufgebaut sein wird. Also, wie immer, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, teilt es. Abonniert den Kanal. Über 60% der Leute, die diese Videos schauen, haben diesen Kanal nicht abonniert. Also abonniert den Kanal, abonniert hier auch bei Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Arbeitet härter. Ciao.